So, was spielen wir denn jetzt? Lilianas Song. Und das erinnert mich daran, dass ich auch noch Dragon Age Origins durchzocken muss. Die ganzen anderen Dragon Age Teile haben wir ja schon im Kasten. Nur die Urkampagne Dragon Age Origins fehlt da noch. Und die muss ich dann auch unbedingt bis März noch durchzocken, weil im März ja Dragon Age 2 rauskommt und da will ich mich sofort draufstürzen. Jetzt sinkt mir die Alte hier ins Gespräch rein. Das ist immer keine guten Manieren, Mädel. Ich weiß gar nicht, wer hat denn von euch alles Dragon Age gespielt eigentlich? Die meisten gucken doch jetzt die Let's Plays immer wegen Minecraft und jetzt da frage ich mich immer, sind die anderen Let's Plays dann eigentlich überhaupt interessant für Leute, die jetzt nur wegen Minecraft dazugeschaltet haben oder abonniert haben? Und wie ist es denn dann, wenn mal so ein Minecraft-Let's Play zu Ende geht oder wenn man sagt, ja Mensch, ich mache jetzt erstmal 10 Jahre Pause, weil ich muss mal einfach was anderes zocken? Dann frage ich mich immer, wie viele dann gleich wieder deabonnieren oder wie viele Views dann noch bleiben von den jetzigen unglaublichen Zuschauerzahlen. Das ist ja momentan alles so ein bisschen künstlich hochgepimpt durch Minecraft. Damit hat man eigentlich auch gar nicht gerechnet, als man einfach angefangen hat. Ich habe ja damals angefangen, das Let's Play zu machen. Das war ja einfach nur eine Umfrage, ob ich ein Let's Play dazu machen soll zu Minecraft. Und schon da war die Resonanz so enorm, dass ich im Leben nicht damit gerechnet habe, weil es ja einfach nur... Also es ist ja im Grunde genommen, muss man es ja sagen, es ist eigentlich nur ein ganz kleines, popeliges Indie-Game. Das sieht man ja schon an den Standardtexturen, an der Standardgrafik. Die Idee ist natürlich... Naja, die Idee ist auch eigentlich mehr so standardmäßig, dass man so ein Sandbox-Game hat. Aber die Umsetzung ist einfach so schön gemacht und so reizvoll gemacht, so süchtend gemacht. Naja, kennt er ja alles. Und da frage ich mich halt immer, wie viele Leute würden dann noch gucken, wenn ich irgendwann mal mit Minecraft aufhören würde... Was jetzt momentan ja noch nicht abzusehen ist. Ich frage ja dann zwischendurch mal immer, ob es nicht zu langweilig wird auf die Dauer. Das sind einfach so Stichproben, die ich mache. Einfach nur, vor allen Dingen zu Zeitpunkten, wo ich selber schon dann meistens stundenlang aufnehme. Und es mir so vorkommt, als ob man immer das Gleiche macht. Stundenlang das Gleiche. Hier Steine klopfen zum Beispiel. Ich selber höre mir dann ja nicht zu. Ich schalte meine Stimme auf Durchzug. Für mich ist das alles total ruhig. Mein Kiefer bewegt sich dann und dann fallen da Worte raus. Wir sind hier schon viel zu weit, ne? Warte mal. Hallo? Wo ist denn das Wasserrauschen jetzt eigentlich hin? Hier. Also hier ist dann, glaube ich, irgendwo die Monsterfalle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, dass ich... Also wir bauen diesen Streckenabschnitt hier jetzt natürlich dann schon mal für das Wolkenschloss, ne? Dass wir dann da auch gleich die Anbindung kriegen. Wenn wir schon mal U-Bahn bauen, dann richtig. Ich weiß, ich habe da neulich noch gefragt, ob das nicht langweilig wird. Das ist ja wie gesagt die Standardabtastfrage. Naja, ob es nicht langweilig wird. Aber da es ja offensichtlich nicht langweilig wird, quatsche ich hier einfach die ganze Zeit ohne Punkt und ohne Komma. Was bei der Musik erstaunlich viel besser geht. Und wenn man wach ist übrigens auch, wenn man nicht gerade um 4 Uhr morgens aufnimmt. Und wenn man nicht ständig rumhusten muss, was sich inzwischen auch ein bisschen beruhigt hat, dann geht das auch ganz erstaunlich viel geschmeidiger von der Hand. Und für den Notfall habe ich hier einen heißen Tee neben mir stehen mit Honig und allem Pipapo. Das ist dann natürlich auch eine Maßnahme. Also wenn ich dann mal husten muss, dann nutze ich die Gelegenheit und schlürfe da ein bisschen was zurecht. Und ihr merkt davon gar nichts, weil ich dann heimlich das Mikrofon so lange ausschalte. Hahaha, ein perfider Plan. Denn, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es immer schrecklich, ich weiß nicht, andere Let's Player sehen das dann nicht so eng, wie ich das vielleicht mache, aber ich habe da so ein bisschen Maßstab an mich selbst, dass ich nicht in die Let's Plays reinhuste oder röchle oder hochziehe oder rülpse oder hier das ganze Zimmer kaputt furze oder ich weiß nicht, was man da noch so machen kann an unflätigen Taten. Ich halte mich da so ein bisschen zurück, ich mag das dann immer nicht so, weil es ja dann auch so ein bisschen, naja... Gehört sich einfach nicht. Gute Kinderschuhe, wohlerzogen. Und auch wenn man jetzt ein bisschen verschnuppert ist, das kann mal passieren. Ich finde das jetzt auch bei anderen Let's Playern nicht schlimm, wenn die das so machen. Wenn es jetzt nicht übertrieben ist, dass man da irgendwie mit 3000 Watt irgendwie durch die Gegend rülpst. Dann, guck mal, wie geil ich gerülpst habe. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen assi, naja. Auf jeden Fall muss nicht sein. Aber wenn andere Leute das machen, ist, stört mich persönlich auch nicht. Stört mich nur bei mir selbst eigentlich.
Dann muss ich mich immer verprügeln, wenn ich sowas mache. Nein, ich habe gehustet. Geißelung, Selbstgeißelung. So, jetzt haben wir gerade die Monster ja mal ausgeschaltet. Auch wenn es jetzt vielleicht keinen tollen Creeper-Effekt gibt beim Raussteigen. Aber ich lasse das gerade mal aus. Wie geht's denn jetzt schon wieder hoch? Verdammt, das sieht immer anders aus, wenn ich nach oben gehe. So, hinfort und hinfort und rauf mit dir. Irgendwann ist hier nichts mehr übrig, weil ich alles irgendwie weggrabe, weil ich mal anders hochklettere. Huch. So, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Oben, hallo. Und ein Schaf, das werden wir natürlich... Das hat er gerade in Stereo geblökt, ist ja unglaublich. Also ich muss sagen, die Monsterfalle sieht wirklich aus wie ein Ferienhaus. Oder? So von hier gesehen sieht es doch wirklich ein bisschen aus wie so eine kleine Ferienhütte. Da fehlt jetzt oben noch ein bisschen Schmackes drauf. Und dann sieht es doch schon richtig prächtig aus. So, Wolkenschloss ist hinten links hinter der Monsterfalle. Das heißt, wir können die U-Bahn ruhig in die Richtung durchziehen. Und dann müssten wir aber, wobei, ist das klug, wenn wir das machen? Und wenn es im Hintergrund kracht, ich weiß nicht, ob man das hört jetzt bei der Aufnahme. Das ist alles schon Silvesterböller. Da geht es draußen schon ein bisschen zur Sache. Und ich glaube, die U-Bahn werden wir nicht in die Richtung weiter zwiebeln, sondern wir werden dann hier in die Richtung erstmal bauen, weil wir von da aus einerseits das Strandhaus anknüpfen können, andererseits das Wolkenschloss und dann wiederum da hinten, wo das Osterfeuer brennt, da die kleine Insel, da ist ja eine Höhle drin. Da können wir uns dann bei Zeiten auch noch reinbuddeln, wie geplant. Und dann mal gucken, wo wir da landen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier in der Monsterfalle ein bisschen runtergraben. Tschüss. Ach Gott, hier ist es ja so düster drin. Ich sollte vielleicht mal ein paar Fackeln anbringen. Und wir brauchen natürlich... Ach Mensch, ja, ich weiß. Ich hab's verpeilt. Wir brauchen natürlich noch Leitern. Und die machen wir uns mal eben aus James Wood. Oder Woody Wood. Kennt jemand Woody Wood? Den wilden Werker. Jetzt machen wir hier mal die Wooden Planks. Da machen wir mal Sticks draus. Ach, wir haben noch Sticks, ne? 64. Naja, ach komm, was soll's, mache ich noch einen 64er Stack. Schaden kann's ja nicht. Dafür schmeiße ich dann jetzt erstmal irgendwelche Cobblestones weg. Hier hinfort. Und jetzt muss ich noch was wegschmeißen. Und zwar schmeiße ich jetzt, ach komm, zwei Federn schmeißen wir einfach mal. 64 Cobblestones schmeißen wir einmal hinfort. Und jetzt haben wir Spitzhacken. Wir brauchen aber Fackeln. Wir brauchen Fackeln. Ich mach die Fackeln. Und davon 64 Stück. Und schmeiß die eine Fackel weg. Cobblestone weg und die Federn weg. Und inzwischen seit dem Update geht es auch nicht mehr, dass ich mir Sachen in die Crafting Box tue. Sag mal, meine Aufmerksamkeitsspanne, ne, ist glaube ich die von einer Eintagsfliege. Jetzt habe ich mir wunderbar Fackeln gecraftet, aber wollte mir eigentlich die ganze Zeit Leitern machen. Was ist denn los hier? So, Leiter. Leiter pro Beiter. Hyper. Und jetzt zwei Pfeile haben wir, die würde ich gerne behalten. Die Spitzhacken würde ich gerne behalten. Die Pfeile tue ich da mal hin. Die werden wir später noch brauchen, auf jeden Fall. Die Stöckchen nehmen wir auch gleich wieder mit. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass die da gleich noch liegen. Ansonsten, naja, was soll's. Und jetzt müssten wir doch langsam... Wo geht's denn hier hin? Da ist noch eine Höhle. Hallo? Eine ganz kleine Höhle, die uns ein bisschen Eisen spendieren will. Ach, ist das schön. Und ein bisschen Kohle, da ist noch mehr Eisen. Ach Mensch, jetzt bitte ich um ganz viele Kommentare. Gronkh, ich hasse dich. Du findest ganz spontan eine kleine Höhle, wo einfach nur Rohstoffe drin sind. Wie kann das denn sein? Dabei bist du doch so ein Sünder, so ein Verfämter. Denn ich habe genau gesehen, du hast im letzten Test eine Bibel gegen die Wand geschmissen. Hey, Gronkh. Gott hasst dich. Er hat ein Auge auf dich geworfen. Und das Auge ist zornig.
Zur Musik kann man immer sehr schön quatschen übrigens. Das war ja vorher auch nicht möglich ohne die Mucke. Ich bin richtig froh, dass das jetzt so ein bisschen über die Playlist läuft. Huch, ach, das ist ja gar nicht mehr die Spitzhacke.